Ja, schönen guten Morgen. Gibt mal wieder Neues vom Bartop zu berichten. Gestern Abend habe ich halt, wie ihr vielleicht auf Facebook schon gesehen habt, das Control-Panel fertig verkabelt und unten die Buttons Startplayer 1 Coin und Startplayer 2 verkabelt. Ja, heute Morgen klingelte der Postbote und eventuell seht ihr schon, mein T-Molding kam vom Jochen an. Ja, war zwar noch nicht so wirklich wach heute Morgen, hatte auch noch keinen Kaffee, aber dachte mir, hey, fängst du mal an, machst du mal eben. Also Heißklebepistole angeworfen und das T-Molding ein bisschen verlegt. Angefangen habe ich mit der rechten Seite. Ja, ich hätte vielleicht vorher doch so ein bisschen testen sollen, wie sich das Zeug verlegt, wie man damit arbeiten muss. An den Rundungen habe ich es halt eingeschnitten, Kerben reingemacht und so weiter, aber ja, also hier und da muss ich halt noch ein bisschen nacharbeiten. Also hier sieht man, war ich ein bisschen zu langsam gewesen, da ist der Heißkleber schon ausgehärtet, bevor ich es reindrücken konnte. Hier geht's wieder, hier ist außen wieder so ein bisschen Lücke. Hier oben ist Lücke. Die linke Seite hingegen, die ist mir eigentlich relativ gut gelungen, muss ich mal sagen. Schön rund, keine Kanten, keine Löcher. Angefangen habe ich halt auf der Unterseite, vielleicht kann man das so ein bisschen erahnen. Da ist noch so 5 mm Luft dazwischen, aber habe ich ein bisschen zu großzügig vorher abgeschnitten gehabt. Aber alles im All macht das Ding jetzt echt was her, muss ich ja mal sagen. Ja, T-Molding ist drin. Artwork steht, wie gesagt, ein paar Sachen muss ich da noch ein bisschen bearbeiten. Ich gucke mal, ob ich da irgendwie mit dem Silikon oder mit dem weißen Harz irgendwie was arbeiten kann, damit man da die Löcher nicht sieht oder einfach ein bisschen weißen Lack rein. Schauen wir mal. Ja, hab die Kiste mal eben angeschmissen. Wie ihr seht, funktioniert auch alles soweit. Wir haben Ton. Marquee-Beleuchtung läuft. Wir haben ein extrem geniales Bild, muss ich ja mal sagen. Also dieser No-Name-Monitor, 17 Zoll, ich reingeklatscht habe. Zusammen mit dem Upscale und dem Scanline-Generator gibt echt ein Hammerbild ab. Ich mach mal ein paar Coins ein. So mal ein bisschen Einhandplay. Wird wahrscheinlich nicht wirklich gut klappen, aber einfach mal gucken, um zu zeigen, dass alles funktioniert. Ich spiele jetzt einfach mal ein Beat'em Up nur mit einem Button, Button Mashing Extreme. Zuerst, als ich das Kontrollpanel verkabelt hatte, habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe quasi am Joystick links und rechts vertauscht, aber ja, kurz aufgetrennt, hier ein bisschen verlötet und dann ging das Ganze eigentlich wieder. Ja, läuft das Gerät. Ja, was jetzt halt noch kommt, oben die Artworks im Marquee. Die Seele muss vorne noch gemacht werden. Ja, und halt ein bisschen Feinkram halt noch hinten. Die Player 2 Buchse muss noch verlötet werden. Ansonsten bin ich eigentlich soweit durch. Ja, verlieren wir mal eben schnell, beziehungsweise bin ja sogar kurz vorm Gewinnen, merkwürdigerweise. K.O. Ja, vielen Dank fürs Zusehen mal wieder. Nächstes Video willkommen, sobald was nächstes wieder fertig ist. Bis dann, euer Flo.